Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, bei dem heutigen News-Video. Der letzten Tage kam nichts, weil ich zeitlich nicht wirklich zu kam. Und zwar möchte ich kurz ein paar neue Daten zu Mario Party 1 Tour bekannt geben, was ja 2014 auf dem Nintendo 3DS erscheinen soll. Davor erscheint es leider nicht bei uns. Ich glaube ziemlich sicher, dass es dann 2014 irgendwann kommen wird. Ich rechne so mit Februar, März. Auf jeden Fall können Spieler über den Street Pass Daten austauschen und diese können dann im Spiel verwendet werden. Also, ihr wisst ja, die Möglichkeit vom Street Pass, der auch schon in Pokémon und in vielen anderen Spielen eingebaut wurde, ist hier dabei, was natürlich gut ins Konzept dieser Partyspiele passt. Und es soll auch spezielle, das sind interessant, spezielle Streetpass-Spiele geben, wo ihr eben diese Leute braucht oder könnt ihr dann gegen Bots praktisch antreten. Ich weiß nicht, was das für ein hässliches Geräusch ist. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dagegen dann solche Bots von Mitspielern antreten. Also die spielen nicht Selbstbild, sondern zufällig regenerierte Sachen. Generierte Sachen, wenn ihr an diesem Mii vorbeiläuft. Es wird auch viele freischaltbare Inhalte geben, wie es bei Mario Party bisher fast immer der Fall war. Also, wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Ministernen sammelt, kann man bestimmt Stimmen freischalten, Musikstücke oder Konzeptzeichnungen der Charaktere. Vielleicht kann man sogar neue Charaktere so freischalten. Das bleibt abzuwarten, kam auch schon öfters vor. Dafür kann man wohl, muss man wohl Mario Party Points sammeln. Also, es gibt eben wohl nicht mehr diese Mini-Sterne wie in Mario Party 9, noch nicht mehr die Power-Sterne wie in Mario Party 1 bis 8, sondern jetzt Mario Party Points, weil ja jedes Brett anders funktioniert und je nachdem, wie das dann funktioniert, bekommt man eine bestimmte Anzahl Mario Party Points. Zudem gibt es wieder einen Minispielturm, wo man hintereinander mehreren Minispielen gegeneinander antreten kann. Und da muss man verschiedene Sachen. Beziehungsweise lassen sich in unterschiedlichen, auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen, wie zum Beispiel durch Bewegungssensoren oder genau. Und mich würde einfach interessieren, das kommt ja schon im nächsten Monat, also November 2013 kommt es in den USA raus, da kriegt man dann die ersten Infos, aber wie findet ihr diese neuen Infos? Was wünscht ihr euch noch von Mario Party Island Tour? Freut ihr euch drauf? Und werdet ihr euch schon spoilern in der amerikanischen Version? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr interessieren.